bin ja während der Saison bin ich ja hier dazugestoßen und hauptsächlich durch Nelson Rodriguez, also durch den Ex-Trainer eigentlich. Wir haben schon über Jahre immer Kontakt gehabt, auch über Testspiele und so. Und er wollte mich ja eigentlich schon länger schon zur Hassia holen und es war halt, sag mal, nie der richtige Zeitpunkt für mich gewesen, weil ich mir dann auch die anderthalb Jahre Auszeit mal genommen hatte. Nach 8 Jahren am Stück Trainertätigkeit. Und ja, und da sind wir immer in Kontakt geblieben. Und ja, und so ist es dann auch dann gekommen, dass es dann auch bei mir persönlich dann wieder gekitzelt hat. Und habe dann mit meiner Frau dann drüber gesprochen und bei uns im Betrieb halt auch drüber geredet, so wie ich das immer gemacht hatte. Und ja, und dann sind wir da auf einen Nenner gekommen und somit bin ich dann bei der Hassia gelandet, ja. Dass wir dann da logischerweise auch alle dann da sind. Ja? Wir können nicht auf jede einzelne persönliche Wünsche eingehen, das geht leider nicht. Das hat nicht immer... Jetzt haben wir die Situation, dass wir in der aktuellen Saison ja, ein bisschen Probleme haben oder hatten, sagen wir so. Und jetzt in dem nächsten halben Jahr nochmal Gas geben, dass wir das auch schaffen, die Liga zu halten. Hi Jungs! Genau, müsst ihr jetzt Tor mal filmen, dass auch jeder sieht, dass wir neue Netze brauchen. An die Stadt Bingen. Ja. Es ist dann leider so gekommen, dass der Dimitri Meier dann 1-2 Wochen später, nachdem ich vorgestellt worden bin und ihm helfen wollte, dann aus persönlichen Gründen dann auch zurückgetreten ist. Und somit wurde dann eine Lösung gefunden, eine interne Lösung gefunden, dass er nicht wieder ein Außenstehender, ein Fremder reinkommt. Und ja, deswegen hatte ich das damals übernommen gehabt. Ja. Und wir haben ja auch dann in 4 Spielen, haben wir auch dann noch 6 Punkte geholt. Gerade die 2 Heimspiele haben wir dann auch gewonnen gehabt. Und wir denken, so wie die Mannschaft auch da aufgetreten ist, so kann man auch in der Oberliga bestehen. Auf jeden Fall. Wir haben zu oft einen auf die Mütze gekriegt. Das soll in der Rückrunde jetzt nicht mehr passieren. Also Rückstände zur Halbzeit, 3-4-0, teilweise mit Auswärtsfahrten nach Völklingen, wenn ich mich an das Spiel erinnere. Das letzte Spiel im letzten Jahr, da liegt man zur Halbzeit schon 4-0 zurück. Das sind dann eben so Dinge, wenn es scheiße läuft, dann erinnert man sich dann halt eher mal an solche Spiele als an die positiven Dinge. Wir hatten jetzt nicht so viele Siege, ich glaube 4 Stück in der Saison. Die waren auch überwiegend zu Hause, soweit ich mich daran erinnern kann. Alles recht knappe Spiele, wo wir uns die Spiele erkämpft haben und klar, das war positiv, aber ansonsten sportlich gesehen hatten wir nicht ganz so viele positive Ausrufezeichen in der Runde. Das soll jetzt ein bisschen besser werden. Wir haben noch viel vor. Es ist eine schwierige Situation auf jeden Fall, klar. Sie ist aber nicht unrealistisch. Ja? Also wir glauben daran und sind auch überzeugt davon, dass wir das packen werden am Ende. Tempo. Tempo hoch, Tempo hoch. Den Eppe, den kenne ich ja tatsächlich auch schon lange. Wir haben ja auch in Waldeigesheim schon eine Zeit lang zusammengespielt. Ja, der Eppe ist natürlich ein lockerer, lustiger Typ, aber als Trainer, ja, jetzt vielleicht Schleifertyp vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber der Eppe, der kann natürlich auch mal eine ordentliche Ansage machen. Weiß auch, wann der Spaß mal vorbei ist, wann auch mal Tacheles geredet werden muss. Also ja, er hat aktuell, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden zwischen der Lockerheit und dem gewissen Ernst, den wir ja auch aktuell brauchen. Das passt, glaube ich, ganz gut, auch zusammen mit Patrick. Ja. Für mich ist das so, wenn ich jetzt hier auf dem Trainingsplatz stehe, unter der Woche, ja, 3-4 Mal im Training bin, kann ich beispielsweise zum Beispiel auch nicht bei meiner Familie jetzt sein, ja, oder bei meiner Frau sein. Als in Anführungszeichen Entschädigung, ja, will ich natürlich auch die Spiele sonntags gewinnen. Ja, da ist mein Ehrgeiz auch zu groß, auch im Training. Da ist man auch emotional dabei. Da steht man jetzt nicht nur rum und gibt mal sagt mal nach links, nach rechts laufe, sondern man erlebt das halt einfach. Ja. Und das ist natürlich an Spieltagen ist das natürlich nochmal, das geht dann in die Extreme rein, was auch nachher dann, bevor es dann rausgeht aufs Spielfeld, dass man die Jungs nochmal richtig anpackt, nochmal eine richtige emotionale Ansprache da im Kreis dann sagt.
Das mache ich hauptsächlich auch selbst persönlich. Und von daher gesehen wird es natürlich dann laut und emotional. Und da probieren wir halt, oder probiere ich natürlich auch das Letzte nochmal auch dann rauszuholen aus den Jungs, dass sie wirklich bis in die Haarspitze motiviert sind, 3 Punkte zu holen. 3 Punkte liegen immer im Topf. Und da müssen wir alles dafür tun, dass wir die holen. Und dann bin ich verärgert, wenn dann einer vielleicht nicht alles gibt. Ja, auch wenn es vielleicht manchmal menschlich ist, klar. Aber ja, da bin ich auch sehr verbissen und sehr ehrgeizig. Und das war als Spieler schon so. Und das ist als Trainer auch so. Ich bin so als Mensch. Und da will ich einfach die 3 Punkte dann holen. Ja. Einfach und schnell gelost. Sehr gut, sehr gut. Wenn Hassia Bingen meine erste Trainerstation gewesen wäre, wäre alles andere, das darf man nicht falsch verstehen, aber halt ein bisschen in allem weniger. Ja, ohne da jetzt jemand irgendwie auf die Füße treten zu wollen. Ich hatte eine schöne Zeit in Bodenheim in meinem ersten Trainerjahr, dann in Mombach und auch später nochmal beim Interclub. Das waren alles Erfahrungswerte gewesen, auch für mich. Aber natürlich, Hassia Bingen ist natürlich vom Kaliber her, vom Namen her, von der Tradition her natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und man hat hier auch ganz andere Trainingsmöglichkeiten. Man hat hier eine Kabine für sich, ja, selbst für die Spieler, für uns Trainerteam. Man hat hier einen Physiobereich, man hat die Soccer-Arena direkt nebendran. Wir haben hier 3 Plätze, das Stadion, städtische Rasen und hier den Kunstrasenplatz, wo wir nutzen können. Also das sind schon Verhältnisse, die, glaube ich, hier in der ganzen Gegend niemand vorzuweisen hat. Und auch das Drumherum. Ja. Also es stimmt einfach so eigentlich alles in dem Verein. Also meine Sicht, die ist jetzt nicht mehr ganz so lang. Ich bin ja schon im Spätherbst. Von meinem Fußballeralter. Also natürlich wünsche ich mir, dass wir erstmal die Klasse halten. Ich glaube, das geht jedem so, sonst würden wir uns nicht hier jeden Tag treffen bei dem Scheißwetter. Hier trainieren wir die Verrückten bis 10:30 ungefähr beim Ebert. Und ja, das ist natürlich unser oberstes Ziel. Und wenn wir dann noch Spaß haben zusammen, wenn ja, die Truppe dann geschlossen auf die Abschlussfahrt fährt und wir haben die Liga gehalten, dann ist das, denke ich mal, ein positiver Abschluss von der Saison und ja, langfristig für den Verein. Ja, die zwei haben ja schon ein bisschen einen Umbruch gestartet mit jungen Spielern. Ich denke, das ist auch ein Weg, den der Verein weitergehen wird, dass man junge, talentierte Spieler dazu holt, den ein oder anderen Alten aussortiert. Und ja, ich denke, so wird es in Zukunft auch hier in Bingen weitergehen. Wo geht die Abschlussfahrt hin? Aktuell ist, was heißt aktuell, also geplant ist es, dass wir nach Valencia fliegen. Ja, ich habe meine Zusage noch nicht gegeben. Also das mache ich jetzt hier mit Sascha Kraft offiziell, dass ich mitfahre. Und ja, ich denke, das wird ganz gut. Es sind schon einige dabei und ich hoffe, dass ich der ein oder andere, wie Barış Jako zum Beispiel und der ein oder andere, der sich noch zurückhält aus Gründen, dann vielleicht in den nächsten Tagen auch dazu entscheide, mitzufahren. Dankeschön. Okay. Gut.